Und auf zu den Klingenfeldern! Ophelia! Brauchst du uns der Hilfe? Wir können den Teufel nicht beschwören? Hä? Und das denn nicht? Naja. Was war das denn? Ach so. Okay. So do you want to go attack the pleasure tower now? We're not ready yet. Need more practice. Okay. Gewaltiger Schlag der Hellebarde, okay. Ah. Die hat so einen goldenen Schimmer. Okay. Wo ist eigentlich Lars? Ah, mehr Dixi-Klos. Immer wichtig genug Dixi-Klos zu haben. Das ist doch mal was Nices. Ich hätte mir ja noch eine totale hier aufs Lager gewünscht. Aber das ist auch nett. Aber irgendwie ist das Schwert nur halb so cool, wenn Lars nicht darauf steht, oder? Beziehungsweise eigentlich ist es cooler, wenn Lars nicht darauf steht. Aber es sieht einfach so panne aus, wenn Lars darauf steht, dass es irgendwie wieder cooler ist, wenn Lars darauf steht. Ja. Ich weiß nicht, macht das Ding? Ich glaube nicht. Aber Metal! Metal macht immer Sinn. Okay. Ja. Ach, das. You're a natural on that thing, man. We were made for each other. Great addition to the team, huh? I've been trying to get the Killmaster to join us for years. How did you do it? I just told him what a great leader you are, man. Really? Huh. Yeah. Ganz ehrlich, Lars ist. Ah. Ist da jetzt Anführer nur so, naja, weil irgendwie erfüllt mich dann. Yeah! Er ist einfach nur da. Ich habe noch nicht gesehen. Echt? Oh nein! Wie es da halt steht. Okay. Also man muss dem Spiel zumindest man muss dem Spiel zumindest lassen, es weiß, wie es seine Welt in Szene zu setzen hat, oder? Das habe ich schon. Damit kann ich dich nicht irgendwie. Drache! Haha! Ja. Kann ich Mount Rockmore nicht irgendwie ändern? The Guardian of Metal's getting a little bit tired of all this. Okay. Metal noise. Yes. Take care of your car. Now these are a lot bigger than they look. Already got that.
I've got a couple of moves I can show you. Pain comes in many flavors. These strings come with a free paint job, I should mention. Wurde nicht gesagt, es gibt neue Sachen. We can buff out the scratches while we're at it. Aber nö. Something for you? Okay, see you later, Guardian of Metal. I want you to go fucking crazy out there. Do you hear? Yo. Raw Patrol! Ach, da ist ein komm! Oh. Ha! Okay. Das lief zeitgleich blöder und besser, als ich erwartet habe. So, was gibt's hier eigentlich alles so? Okay. Das ist noch ein Schleichangriff, ne? Nee, der Jagdrekord. Immer noch der Jagdrekord, ja. Mach. Reinzoom, reinzoom, reinzoom. Ja, endlich. Iron Head Schleichangriff, okay. Und das auch, ne? Ja. Genau. Aber wir machen jetzt erstmal nochmal Fetus. Hey, komm. Man, you're everywhere. It just seems that way because I'm so fast. Yeah. How come you ain't so fast when I'm looking at you? Uh-oh. Time to teach you another lesson. Yo, bitte, das wäre die dritte. Ja, ja, ich weiß. I'll try to go easy on you. Oh, doch. Watch out for this dust that's kicking up, it gets in your teeth! Ey, was schmeckt dem eigentlich einfach von hinten dran? Ups. Jetzt habe ich den Schlüssel gehauen. Come and try! Knock it off! Was? Nice try, buddy! Wie kommt so I can punch you from here, little guy! Ja, ja, whatever. Jetzt würde es mich interessieren, was du zu sagen hast. Woll. Ah, es geht über die Brücke. Über die sind wir ja noch gar nicht gefahren. Ich dachte, ich würde dagegen rammen. Bin ich jetzt... Werde ich jetzt echt verlieren, weil ich da zu weit... Yep. Mist. Ja. That was easy. Demon son of... Ja, das machen wir neu. Ey, komm. I'll try to go easy on you. Now we're cooking. Woo-hoo! Yeah. Das war gut. Ernsthaft? Och Mann. Bringt Laden was? Ja. I'll try to go easy on you. Get naughty, not touch my damn car! Squealer! Ah, jetzt. Nee. Yeah. Hey! Wow! Was war das denn für eine miese Aktion? Watch out for this dust I'm kicking up! It gets come in the and keep it the fuck off, Nancy! Later! Excuse me! Also...
Das läuft doch besser. Aber der Sprung eben war zwar cool, aber wenn er mich echt so aus der Bahn wirft. So. Jetzt aber. Geht ja gar nicht. Lucky break, human. Ja, ja. Nur Glück. Moment. Das ist ein Schleichangriff, das war auch ein Schleichangriff. Ja. Später mal, aber. Bring us a fresh drink! Whoa! Whoops. Okay. Ganz... Oh! Was haben wir hier? Oh! Den 30. gefesselten Drachen. Und jetzt haben wir... Moment... Das bringt uns... Armageddon... Ja? Ach so, ein kleiner Heilungs- oder Regenerationsbonus für Gruppen. Autsch! Aua! Oh man. WTF. Ja, ein kleiner Heilungsbonus für unsere Gruppen. Und zwar zwei Gesundheit pro Sekunde für Gruppen, wenn sie geheilt werden durch den Donnervogel. Also sei es jetzt während eines oder während ja, eigentlich immer, wenn Donnervogel in der Nähe ist. So, jetzt ab zu Ophelia und den Mädels. Okay, erste Frage, wie hat es geschafft, dass zumindest drei der Mädels alle das gleiche Outfit haben? Egal. Ladies, I'd like you to meet my Razor Girls. All of these women have escaped from General Lionwhite's pleasure tower. With your help, I suppose? I've kept them a secret for their own protection, but now they want to fight, and I'm here to arm them. With pigs? The carcass of the razor fire boar, when properly dissected, can be turned into a powerful long-range weapon. This is what almost killed you, isn't it? Well, if you're gonna try it again, I'm gonna help. Na dann, treiben wir die Klingfeuerkeiler zusammen. Okay, ganz ehrlich, sowohl Eddie als auch Ophelia sind dafür die völlig falschen Leute. Für sowas braucht man den namenlosen Helden aus Gothic. Moment. Da waren es ja Wildschweine. Wir brauchen den namenlosen Helden aus Risen. Denn da sind es Keiler. Okay. What are we waiting for? Let's go! This time though, okay. Let's keep the doctor nearby just in case. I'm gonna drive a couple of them over this way. You stay put until it's time to attack, okay? When do I get a car? Yo. Everything louder than everyone else. Genau. Na komm. That did it. Okay, get them while they're hot! Yeah! Also man muss die halt
dahin treiben und dann mit dem Betäubungstor. What's it do? Not much until we rip out the gizzards, flush the chamber, and ream the barrel. Hey, get busy. We need a lot more. Right. How are the birds you got there, Eddie? Yo. Yeah, take this. Aber. Great. Keep going. Dafür sind die Mädels auch ziemlich stark. Genau wie die Feuerkling-Keiler. Na los! Na los! Noch zwei, yeah! Nice! Just a few more! Okay. Bringt gar nichts mehr, wenn sie jetzt geschickt hat. Autsch. Okay, wusste ich gar nicht. Dass die Zeit dafür nicht aufkommt. Ach, nicht. Hey! Jetzt ist er. Also. Das reicht? Alright, I think we got it. Let's clean these up. We got bigger pigs to slaughter. Okay. I gotta clean up a little. Meet us back in Bladehenge for a weapons demo? Okay. Und ja, die Titanen waren keine Sexisten. Auch ein Schrein für die Frauen durfte natürlich nicht fehlen. Yay, neue Objekte in der Motorenschmiede. Aber erstmal noch ein paar Feuertribute einsammeln, damit wir uns da auch was leisten können. Wobei ich hier sagen muss, ich finde es schade, dass man nicht ein paar nach echten Metallerin designt hat, sondern eben nur so. Aber naja. Who can I get to help me with this? Die können zwar nicht angreifen, die Viecher hier, aber die haben ordentlichen Wumms und sind enorm schnell. Wuhu! Ja, genau so. Ey, cool. Drache. Good job, girl. Das war Nummer 31. Am I even hurting this thing? We're just marching around kicking ass. Na? Ah, komm schon. Ich wollte jetzt einen der Raptoren-Elchen. Na komm. Okay. Gott, die Viecher hätten aber nie an. Aber okay, ich glaube, der Elch ist. Das ist ein Ex-Elch. Der frisst kein Fleisch mehr. Aber zielen ist mit den Viechern halt echt nicht möglich. Da! Okay, das. Der ist jetzt auf jeden Fall tot.
See you later. Our bouncers can really do shit. Bombs. Was haben wir hier? Truppen sammeln. Alright. Ach so, das haben wir schon. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Ja. Dann lass mal kurz gucken. Ach du je, was haben wir denn hier? Der Ritt auf der Todesbühne. Ach ja. Reinzoomen, reinzoomen, reinzoomen. Ein Schleichangriff. Ritt auf der Todesbühne. Ritt auf der Todesbühne. Ritt auf der Todesbühne. Okay. Ja, ich glaube, da will jemand, dass wir den Ritt auf der Todesbühne versuchen. Dann machen wir das mal. Oh. Die habe ich dich die ganze Zeit übersehen. Keine Sorge, Kleiner. Ich werde dir sofort helfen. Ja. Wir können den ja nicht einfach so da gefesselt stehen lassen, ne? Geht ja gar nicht. Hey. Hey, nice lift. Can I get an oil change and a lube job? Oh man, Eddie Riggs! Oh, can I just say what an honor it is to finally meet you, Mr. Riggs? Whoa, okay. I cannot believe you came all this way to test out my hydraulic death rack. Death rack? Yeah! That's why you're here, right? So we can hoist you and your world-famous deuce into the sky? Yeah. Then when the attacking hordes show up, you rain down on them with your car-mounted arsenal of death! Moment kurz, ich glaube, ich muss da... Yeah, I think I see a loose screw on that thing. I'll come back when you get it tightened up. Really? Oh man, how embarrassing! Ja, Moment, ich glaube, ich hab da eine kleine... Nee, die Feuerklinge. Ah, okay. Feuerklinge sind mit den hochentzündlichen Häuten der wilden Klingenfeuerkeiler bewaffnet. Und bring den feindenden Ironheads aus der Distanz den Tod. Halt unsere Standard-Fernkampfinfanterie, genau wie die Iron, wie die Headbanger. Und, ja. Aber... Aber es gibt eine kleine Sache, wegen der wir nochmal kurz zum... zu Ozzy müssen. Ich meine natürlich den Guardian of Metal. Weil... Autsch! Hey, did somebody watch you? Weil sonst wird die Mission etwas schwierig. Wir werden gleich sehen, warum. So. What is it? Metal noise, blood and fire. Tell me what's up. Now here's where things get interesting. Erstmal die an der Front montierten Maschinengewehrwaffen holen. Not child safe. What? Just a little extra something deadly. Wir haben den Blutspeier, nutze die kranke Technologie der Tainted Coil, um tödliches Blut auf deine Feinde zu speien. Ja? Oder den Seitenbrenner. Seitliche Flammen Auspuffrohre, mit dem wir halt Gegner verbrennen. Dann nehmen wir mal den Blutspeier, das ist so bekloppt. Okay, see you later, Guardian of Metal. Go fucking crazy! Yo. Leider, man hat kein gutes Treffer-Bild, ey. Und
Okay. Okay, dieses Blut der Painted Coil ist echt. Okay, so, jetzt können wir hier auch die Mission wirklich machen. Ey! Okay, so. Think there'll be some attacking hordes soon? Any minute! What do you say? You ready to mount the death rack? Okay, jetzt können okay, wir. I'll give this thing a shot. Right on! I cannot wait to find out if this thing is structurally sound. How long do I have to wait up here? Not long. I chose this location because it gets attacked all the time. Heads up, Mr. Riggs! Here they come! Mr. Riggs, sir! Enemy approaching on the other Show side! The Da. Annihilate! Ja, und wir machen echt enorm wenig Schaden mit denen. Other way, aber sir. Oh, da. They're sneaking up behind Eddie. They're attacking the lift. My lift. Achso, nee. Everything in that general group. Hey, get away from that! This is what I like to do, don't you? Ha! Good. Don't get flanked, Mr. Riggs! Yeah, dude. Over there! Bring me there! Look around! Eh! No! They're totally chipping the drone! Wir können uns selbst halt nicht verteidigen, dafür brauchen wir immer. Dafür brauchen wir halt immer unsere Helfer, weil sich die Todesflügel nicht so bewegen kann. Wir können zwar später dann noch ein bisschen was machen, aber. Ja. Death from above! Gut. Ja, das sind so die Todesabschnitte und dafür braucht man dann halt auch die Fernkampfsachen, weil ansonsten kann man halt nur die anderen da hinschicken, aber selber nichts machen und das funktioniert so nicht. Und hey, endlich mal wieder eine Metal-Legende. Bang! Nee, die kann man nicht leiden. That's enough out of you. Boah, sehr schön. Ja, ich würde sagen, mit der können wir es dann auch beenden. Titans mined Ormagoden's steel flesh from the ground and found it retained the beast's desire for speed. They forged swords that flew through the air so fast they could not be seen, and armor so light it made their warriors run faster. They made chariots so quick it was hard to find beasts fast enough to pull them. And so they abandoned the beasts and made giant vehicles that moved with their own power. These colossal hot rods were a rolling temple to Ormagoden, forged from his gleaming flesh. They had a fiery engine for a heart that roared with the mighty god's death cry, scattering the Titans' enemies as they carried their civilization across the globe. Ja.
Da bleibt mir nur noch zu sagen, Gruß, Xenas Fan, bis zum nächsten Mal.